Wisdom Business Ü 50, Ü 60. Ist der Lack ab oder geht's jetzt erst richtig ab? Nur weil wir die 80er im Original und nicht als Revival kennen, müssen wir doch noch lang nicht aufs Abstellgleis, Teilzeit oder in die dritte Reihe. Nee, nee. Die Antwort heißt selbstständig mit deinem Wisdom Business. Viele Frauen ziehen aus den Erfahrungen in ihren Firmen, Sendern, Praxen, Redaktionen oder auch aus den Erfahrungen mit ihren Teams und jüngeren Vorgesetzten die falschen Schlüsse. Sie befürchten, nicht mehr gebraucht zu werden. Das ist aber völliger Quatsch. Kleiner Spoiler, du wirst mehr denn je gebraucht und kannst damit gutes Geld verdienen, und zwar in deine eigene Tasche. Aber leider, leider, bis jetzt verbuchen immer noch viel zu viele Frauen die sehr verbreitete Altersdiskriminierung unter »Ah ja, ich bin ja leider auch zu alt, ich bin zu unattraktiv«, »Ich bin zu langweilig« oder »Was ich denke, interessiert sowieso keinen«, »Ich bin leider komplett outdated«, »Die Jüngeren sind viel weiter als ich« und »Technisch bin ich sowieso hinterm Berg«. Das ist Käse. Was sind die Folgen dieser kompletten Fehleinschätzung? Erstens, massive Selbstzweifel. Viele Frauen fragen sich, ach, wer interessiert sich schon für meine Stärken? Wer braucht denn noch meine Talente? Sie fragen sich, bin ich gut genug? Bin ich überhaupt fit für die Zukunft? Zweite Folge dieser Fehleinschätzung. Viel zu hohe Minderwertigkeitskomplexe. Frauen befürchten, ach, die Jüngeren sind eh viel schöner und attraktiver und alle wollen nur mit denen perfekt und Instagrammable gestylt arbeiten. Quatsch. Dritte Folge. Die Bescheidenheits- und Rückzugsstrategie, damit müssen wir aufhören. Frauen Ü50 oder Ü60 flüchten sich dann in so eine Art Enttäuschungsprophylaxe. Ach ja, komm, den beruflichen Erfolg hatte ich schon, Geld und Anerkennung sind mir eh nicht so wichtig und bald kommen auch schon die Enkel. Bullshit! Denk jetzt dringend um. Die Zeit war nie besser für Frauen Ü50 und Ü60 mit einem eigenen Wisdom-Business gutes Geld zu verdienen. Die gute Nachricht für dich. Es gibt die perfekte Selbstständigkeit für dich als erfahrene Frau. Bau jetzt dein eigenes Ding. Bau dir deine eigene Better World Economy. Dein eigenes Online-Business auf Basis etwas Sinnvolles und verdien damit Geld. Wir zeigen dir Step by Step, wie das geht. Und zwar ohne ein Technikgenie zu sein, auf Basis deiner ureigenen Talente und auf Basis deiner Mission, deines Seelenauftrags, damit du endlich das machst, was du wirklich tun willst. Und natürlich positioniert auf ein marktfähiges Thema, für das dein Herz wirklich schlägt und mit einer Aufgabe, bei der du Sinn und Freude empfindest. Steig jetzt ein in die Frauenwachstumsgemeinschaft Uplift. Das ist ein Mindset- und Business-Mentoring und du arbeitest mit uns immer auf zwei Säulen. Erstens, du baust ein starkes Unternehmerinnen-Selbstbild sowie deine mentale Stärke als Online-Expertin auf, damit sichtbar werden auf der digitalen Bühne für dich wirklich ein ganz normaler Spaziergang wird. Zweitens, du baust Step-by-Step mit uns dein eigenes wertgetriebenes Online-Business auf, deine eigene Better World Economy. Hier lernst du alles, was nötig ist und nur das. Denn es ist ganz wichtig, eine effiziente und schlanke Infrastruktur aufzubauen, die energieeffizient ist. Auf den Punkt. Du erarbeitest mit uns alles, von der Positionierung bis zur Kundengewinnung, vom Marketing bis zum Website-Aufbau. Business-Know-how und Unternehmerinnen-Erfolgsmindset für deine Selbstständigkeit mit Sinn und Gewinn.